Gamschuh haben wir jetzt befragt. Wir wissen jetzt nicht wirklich viel mehr als vorher, aber ist nicht schlimm. Wir lassen mal ihn weiter mit seinen Maskottchen da tanzen. Ja, das scheint ja Spaß zu machen. Und dann würde ich sagen, wir wollten uns noch umschauen. Stimmt ja, bevor wir jetzt irgendwas machen. Vielleicht können wir nochmal zum Blue Badger befragen. Die üblichen Fahndungsposter hängen hier an der Pinnwand. Kennen Sie dieses Gesicht? Wenn ja, wählen Sie 911. Wissen Sie, Herr Wright, das ist irgendwie komisch. Ich habe noch nie jemanden gesehen, der so aussah wie die Leute auf den Fotos. Sie sehen kaum menschlich aus. Da hat sie recht. So, dieses Wesen. Ich habe mich gefragt, ob... Was? Der tanzende Blue Badger? Das ist mein Meisterstück. Oh Gott, ey, ich kriege Angst zur Stimme. Ich werde heute Nacht nicht schlafen können. Sie haben ihn gemacht, Inspektor Gamschuh. Der Chef hat ein Design entwickelt und ich hab's angefertigt, Junge. Yes! Schöne Arbeit. Er ist batteriebetrieben und kann überall hingehen. Es gibt keinen Falter, darum tanzt und tanzt er einfach, bis die Batterie leer ist. Das klingt ja sehr sinnvoll. Armer Blue Badger, gezwungen zu tanzen, bis er umfällt. Ich muss jetzt irgendwie... Ich weiß nicht, warum jetzt gerade diese Assoziation kommt, aber gibt's nicht auch so ein Pokémon, so ein komisches... Wie ist dieses Vieh? Spoink? Oder dieser... Das ist so ein Schweinekopf auf einer Sprungfeder. Der muss auch ewig springen, ja, weil sonst sein Herz stehen bleibt. Das heißt, er ist gezwungen, sein Leben lang zu springen, sonst war's das. Sonst ist da auch die Batterie leer, gibt er um, das war's. Ende der Geschichte. Blue Badger-Figur, in Anführungsstrichen Kunstwerk. Entworfen vom Oberinspektor und von Inspektor Gamschuh gebaut. Bin ja gespannt, warum wir das gerade in unser Inventar aufnehmen. Gamschuh, okay. Und das ist alles, was ich darüber weiß. Ich bin dem Fall nicht offiziell zugeteilt, wissen Sie? Danke. Warum sind Sie dem Fall nicht zugeteilt, Inspektor Gamschuh? Wir haben den Kerl getroffen, der... Wie war sein Name? Der Kerl in der Parkgarage? Das war Wachtmeister Marcel. Das wird Wachtmeister Marcel gewesen sein. Ach, er wurde direkt vom Polizeichef bestellt. Wachtmeister Marshall. Ist er so eine Art Wild West Sheriff oder so? Nein, Fake Marcel ist nur ein normaler Wachtmeister. Aus dem Westen von Los Angeles. Ja, für einen Moment war ich nicht sicher. Pass auf, Junge. Ich will versuchen, Ihnen die Sache etwas leichter zu machen. Zeigen Sie ihm das hier und Sie lassen Sie den Tatort untersuchen. Vielleicht. Empfehlung von Inspektor Gamschuh. Erlaubt dem Besitzer, den Tatort zu untersuchen. Ah, das ist ja nett. Ich wäre überrascht, wenn uns das irgendwie helfen würde. Tun Sie einfach so, als würden Sie dorthin gehören. Und keiner kriegt etwas Spitz. Es ist generell auch unfair, dass wir das gar nicht untersuchen dürfen, ne? Eigentlich, das ist... Ich meine, wie unfair ist das denn? Ja, also, wir müssen verteidigen, aber können auf Beweise nicht zugreifen. Ich habe mich gefragt, ob... Was? Der tanzende Blue Badger? Das ist mein Meisterstück. Ja, ich will sie nochmal sehen. Ich kotze gleich. Weg, weg, weg. So, Blue Badger. Oh, hier, das haben wir auch schon angeguckt. Gucken wir uns einmal hier. Polizei. Ich werde immer so aufgeregt, wenn ich in ein Polizeirevier komme. Warum? Es fühlt sich an, als wäre ich in einen Film hineingesprungen. Hä? Sie wissen schon, all die Polizisten und Kriminellen. Nun ja, ich weiß nicht, ob das wirklich aufregend ist. Ja, sicher ist es das. Schauen Sie sich die beiden Polizisten dort drüben an. Sie sprechen wahrscheinlich gerade über ihre letzte Festnahme. Hä? Seltsam. Ich dachte, sie reden über das Wetter. Oh, wahrscheinlich kommen wir nicht rein. Die Inspektoren da drinnen sehen sehr beschäftigt aus. Stellen Sie sich mal vor, genau jetzt, hinter diesen Türen, findet ein Polizeidrama statt. Irgendwie können mich diese Gedanken nicht begeistern. Was sagen wir Sie mal, der Polizist salutiert vor dem anderen. Muss ein Inspektor sein. Und dann sagt ich, hey, wenn du das machst, wird deine Suppe noch kalt, Kumpel. Das ist nicht lustig. Ich habe so doll gelacht, dass mir die Tränen kamen. Hä? Ich schätze, er hat nicht salutiert, sondern sich nur die Tränen weggewischt. Ja, die beiden sind ein gutes Paar. Und noch die Karre. Herr Wright, wissen Sie, warum Streifenwagen schwarz-weiß angemalt werden? Keine Ahnung. Warum? Nun, ich denke, sie sind Panda-Bären nachempfunden. Panda-Bären? Ha, es gibt keinen wissenschaftlichen Beweis dafür. Ist nur eine Theorie. Ja, interessant. Darf ich fragen, wie du auf diese Theorie gekommen bist? Ja, das war auf einem Schulausflug. Da sah ich einen Streifenwagen. Wir waren gerade im Zoo, wissen Sie? Was ist mit Zebras oder gab es die nicht in deinem Zoo? Ja, das ist ein Argument.
Und was steht da? Pagne. Wahrscheinlich Kampagne. Okay, das Banner hier kündigt das Straßenfest der Verbrechensbekämpfer an. Fest der Verbrechensbekämpfer? Fesseln Sie ein mit Handschellen ans Karussell? Vielleicht haben Sie solche Schießstände, an denen man Wahrheitsserum gewinnt. Ich glaube nicht, dass Sie Wahrheitsserum als Preis ausgeben. Ja, welche Familie würde davon keine Flasche haben wollen? Sehr gut für Verhöre geeignet. Die meisten Familien, die ich kenne, führen keine regelmäßigen Verhöre durch. Ja. So, wir gucken uns natürlich erstmal, bevor wir uns jetzt bewegen. Prüfen wir das Vieh nochmal. Warum hat es so in dem rechten Auge? Das sieht wie so eine Träne aus. Und einen Handabdruck haben wir da auch noch. Also, aber wir gönnen das. Und dieser eine Zapfen da ist repariert, ne? Sein rechter. Ja, was sind das? Narrenkapfen-Zapfen, ne? Ihr seid nicht, ich gönne es ja. Inspektor Gramschuh. Hat er gut gemacht, ich meine. Zur Empfehlung. Schauen wir uns das mal an. Ah, schön, da steht schon was drauf, ne? Super. Was hat denn der da drauf gekritzelt? Was ist das denn? Jahresgebühr? Oder Jahresgehalt? $20, was? Hey, sehen Sie, es scheint etwas gelöscht worden zu sein. Vielleicht ein Brief oder etwas für Inspektor Gramschuh. Warten Sie. Jahresbonus $20. Das ist ein bisschen traurig, oder? Ich glaube, es fehlen ein paar Nullen. Nein, das scheint zu stimmen. Zumindest im Fall dieses Inspektors. Oh, jetzt warum mobben alle den, Mann? Ja, ich sollte wohl meine Karriere als Ermittler überdenken. Gibt es dazu irgendwas von Interesse hier? Wahrscheinlich nicht, ne? Auf der anderen Seite ist nichts geschrieben. Ja, ich glaube, das reicht. So. Dann mal wieder ab in die Tiefgarage. Und dann können wir Inspektor Marshall mal davon überzeugen, dass wir auch hier etwas herumschnüffeln dürfen. Die Ermittlung geht wohl immer noch weiter. Ich muss zurück zu meinem Geschäft. Tut mir leid, scheint so, als würde ich bis heute Nacht in dieser Grube bleiben. Ich sehe dich heute Nacht in meinen Träumen, Baby. Ja, falsche Stimme. Oh, immer noch hier? Hallo? Warum der überraschte Gesichtsausdruck? Habe ich vergessen, es zu erwähnen? Ich habe auch einen Freund in der Kriminalabteilung. Was ist mit dem Wachmann passiert? Na, gute Frage. Ah, hier ist er doch. Hey, was ist los, Bambina? Sie sehen aus wie ein Schäferhund, der seine Herde verloren hat. Jake Marshall. Ein seltsamer Typ, um Ihnen eine Tatortermittlung zu beantworten. So, jetzt hier. Dann wollen wir das mal zeigen. Würden Sie das bitte einmal lesen? Was ist das? Ich warne Sie. Fanbriefe landen bei mir direkt im Spucknapf. Es ist eine Empfehlung von Inspektor Gamschuh. Dürfen wir jetzt ermitteln? Gamschuh. Ach, der alte Schäferhund. Veranstaltet er eine Vampirjagd oder so? Hä? Sehen Sie, wo stehen sollte Empfehlung, steht Einfehlung. Ich glaube, er hat sich nur verschrieben. Großartig, Inspektor Gamschuh. Ich schulde Ihnen was. Keine Sorge, das beweist besser als ein Bluttest, dass dies von Gamschuh stammt. Ich lasse euch dann wohl besser durch. Danke, Wachtmeister Marshall. Wachtmeister Marshall ist kein Inspektor. Er ist ein Streifenpolizist. Das erinnert mich an etwas. Das ist seltsam. Sollte ein Tatort nicht von einem Inspektor oder Höherem überwacht werden? Tja, Leute, die Beweise rufen. Willkommen in unserer Goldmine. Führt euch wie die Siedler. Zieht in unbekanntes Gebiet. Bestimmt euer Schicksal. Lasst uns ein Volksfest veranstalten. Memo an mich. Ermittlungen sind, als würde man neues Land besiedeln. Nun, Herr Wright, was sagen Sie? Ich sage, dass ich das hier nicht mehr brauchen werde. Inspektor Gamschus Empfehlung zerknittert und weggeworfen. Oh Mann, das hätte man auch netter machen können. Zusammengefaltet und sanft zur Seite gelegt. Das wäre auch eine Möglichkeit gewesen, ne? So, jetzt reden wir trotzdem mit dem Typen hier. Ich meine, wenn er schon mal da ist. Erstmal schauen wir uns ihn noch in der Gerichtsakte an. Also, wie gesagt, ich liebe auch einfach nur die Figuren hier, ne? In Ace Attorney. Jake Marshall, 33, Polizist, der den Vorfall im Büro des Staatsanwalts untersucht. Hält sich für einen Cowboy. Ja, offenkundig. So. Das Opfer. Wachtmeister Marshall, können Sie uns mehr zu dem Opfer erzählen? Die Guten sterben jung. Denk daran, Partner. Könnten Sie etwas konkreter werden?
Bruce Goodman. Er war ein Inspektor, richtig? Na na, du bist ja mal ein eifriges Hündchen. Inspektor Goodman wurde um 17.15 Uhr hier erstochen. Die lächelnde Madonna hat es mir erzählt. Ich glaube, er meint die Zeugin, Frau Angel Star. Ein Stich in die Brust. Gute Arbeit. Und das hier ist der Autopsiebericht. Goodmans Autopsiebericht. Okay, schauen wir mal. An Blutverlust verstorben. Eine Messerwunde. Starb zwischen 16 Uhr und 17.30 Uhr. Hatte meine Schwester irgendwas mit dem Opfer zu schaffen? Interessant, dass Sie das fragen, Bambina. Die Generalstaatsanwältin und Inspektor Gumshoe hatten gar nichts gemein. Nichts gemein? Sie haben offensichtlich vor ein paar Jahren zusammen an einem Fall gearbeitet. Also gibt es kein Motiv. Goodman war kein sonderlich begabter Inspektor. Das ist einer der Gründe, warum er nicht viel mit der Generalstaatsanwältin machte. Aber meine Schwester hat das Opfer am Montag hierher bestellt, oder? Hier in diese Parkgarage. Ja, so scheint es. Als hätte man einen unbewaffneten Mann zu einem Duell am Mittag gerufen. Marshall, das soll keine Beleidigung sein, aber... Wachtmeister Marshall, Sie sind Streifenpolizist, richtig? Kein Inspektor. Wollen Sie mich herausfordern? Dafür erschießt man Leute in Texas. Hä? Ich war bis vor 2 Jahren ein Inspektor, um die Wahrheit zu sagen. Ach wirklich? Das sagt er mir jetzt? Aber Sie sind jetzt wieder Streifenpolizist. Wie können Sie also Ermittlungen leiten? Ihnen entgeht gar nichts, was, Bombina? Also, warum leiten Sie die Ermittlungen? Nur so. Wir haben zu wenig Leute im Moment. Solange halte ich die Augen offen. Es ist doch dennoch seltsam. Inspektor Gumshoe sagte, er hätte nichts zu tun. Nichts Wichtiges zumindest. Er ist nur ein alter Schäferhund, der seinen eigenen Schwanz nicht findet. Vielleicht, weil er mit diesem Edgeworth rumhängt, hä? Huh? Edgeworth? Der Schäferhund läuft nicht mehr mit diesem Viehtrieb. Befehl des Polizeichefs. Er weiß es nur noch nicht. Inspektor Gumshoe wurde aus der Ermittlung geworfen? Das ist ja gemein, der Arme. Also ich würde jetzt gerne, ich immer jedes neue Item untersuchen. Auch hier. Name des verstorbenen Bruce Goodman, 36 männlich. Todeszeitpunkt 16. Februar zwischen 16 und 17 Uhr. Ja, Todesursache Blutverlust durch Brustverletzung und Gutachten. Wunde wurde durch 12 cm langes Messer verursacht. Das ist die neue Information, die gerade nicht in der Kurzbeschreibung stand. Es gibt eine einzelne Stichwunde. Ich sehe Ihre Marke. Hübsch. Rund. Unsere Marke ist ein Stern. Ein einsamer Stern, der im Nachthimmel funkelt. Ein Lichtstrahl, der Bösewichter bescheint, die im Dunkel der Nacht kommen. Memo an mich. Bösewichter haben eine Schwäche gegen Sternenlicht. Hey, das ist eine Sheriff-Marke. Also, nee, ich wollte das zeigen. Was ist das? Eine Art Polizeiausweis? Das ist Inspektor Goodmans Ausweis. Wie seltsam. Wir fanden ihn ein gutes Stück vom Tatort entfernt. Gutes Stück in diesem Rattenloch? Für weite Strecken geht man nach Texas. Texas? Dies ist ein kleiner Tatort in einer kleinen Stadt mit kleinen Beweisen. Was für einen Unterschied machen da ein paar Meter, Compadre? Memo an mich. Trifft man auf Misstrauen erweckende Beweise, denke man an Texas. Man lernt nirgends besser, als wenn man mit den Profis unterwegs ist. Oh. Na gut, Compadre. Zähl bis drei. Hä? Das musst du tun, wenn du einen Beweis gegen jemanden aus dem Holster ziehst. So machen wir das in Texas. Erinnere mich daran, dass ich niemals nach Texas gehe. Und das Ding... Ah, ein Spielzeugschild. Gut für einen Jungen. Was könnte man damit schützen? Ein Spielzeugritter vielleicht? Wachtmeister Marshall, haben Sie gar kein gutes Wort für Edgeworth übrig? Sie mögen ihn nicht. Sie mögen ihn nicht, stimmt's? Wir haben verstanden. Wissen Sie, als ich Inspektor war, habe ich eins von diesen Dingern gekriegt.
Lassen Sie mich raten. War ein K darauf für König der Inspektoren? Hey, Sie könnten den gleichen Schild immer wieder benutzen. Memo an mich, die Staatsanwaltschaft und die Kriminalabteilung sind geizig. Genau, und sie sind mit jedem Jahr geiziger geworden, das sage ich Ihnen. 17.12 Uhr. Das rote Ross des Staatsanwalts kam in langsamen Trab herein. Trab? Meine Madonna sagte, das Verbrechen geschah 3 Minuten später. Dann scheint es, als hätte die Generalstaatsanwältin auf der Lauer gelegen. Vielleicht wartete sie auf ihren Prinz, auf dem leuchtend roten Pferd. Was du meinst ist, der Mörder hat von vornherein geplant, Edgeworths Auto zu benutzen. Na gut, Kompade, bla bla bla, da sagt er nichts dazu. Aber schön, dass ihr jetzt zu den meisten Sachen tatsächlich mal was zu sagen habt, ne? Na gut, Kompadre, bla bla, ich kann dir nichts über den Autopsiebericht sagen, den du mir gegeben hast, wohlgemerkt. Hast du mal was zu erzählen? Nee. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir uns mal den Tatort an. Das ist nicht der Tatort ist auf der anderen Seite, nämlich hier. So, fangen wir mal hier links an, das A. Block A, dieser Bereich ist Staatsanwälten vorbehalten. Strafverteidiger wurden nach Block B verbannt. Ich träume von dem Tag, an dem ich meinen Wagen hier parken kann. Ich werde dann zu Block B hinübergehen, um meine Hamburger bei ihnen zu kaufen. Ich habe nicht vor, so bald meine Arbeit aufzugeben. Aber hier haben wir doch meinen ersten Beweis. Sieht aus wie ein Handy. Diese wissenschaftliche Analyse würde nahelegen, dass es dem Opfer gehört. Mir fällt sonst niemand ein, dem es gehören könnte. Was ist darin so wissenschaftlich? Sollen wir es überprüfen? Ja, natürlich. Alles überprüfen, was wir finden. Richtig, überprüfen wir es. Das macht jetzt wieder... Das Programm selbst hier, ja, überprüf mal. Ich würde sagen, das Erste, was man bei einem Klapphandy macht, ist aufklappen. Oder ich gucke, wie es die Schlaufe angeht auch. Mann, was für ein langweiliges Band. Wieso? Die Geschmäcker sind eben verschieden. Hier, guck mal. Meins ist ein rosa Prinzessin-Band, natürlich. Und sie wird immer ähnlicher, Maya gegenüber, ne? Das, man merkt's. Die sind richtig selten, weißt du? Wie ich sehe, ist die Show bei den Kindern so beliebt wie nie. Drehen wir das nochmal um hier. Da, klappen auf. Klapp. Der Bildschirm zeigt immer noch das Wahlwiederholungsmenü. Wahlwiederholung? Herr Wright, die meisten Telefone haben einen Speicher für die aus- oder eingehenden Anrufe. Man drückt einfach den blauen Knopf, um die letzte Nummer erneut zu wählen. Praktisch, nicht wahr? Ich bin verblüfft, dass Sie nichts davon wussten. Ja, tut mir leid, dich zu enttäuschen, aber selbst ich kenne diese Wahlwiederholung. Hä? Oh, tut mir leid. Man kann eben bei Leuten aus ihrer Generation nie wissen. Ja, sie will sagen, dass du ein alter Sack bist, Phoenix. Wie auch immer, überprüfen wir dieses Telefon. Und dann machen wir doch mal hier. Los geht's. Ich frage mich, wen der Besitzer des Telefons zuletzt angerufen hat. Memo an mich, ein Verteidiger, der nicht zuerst nachdenkt, er drückt einfach. Piep. Oh, na ja, was wieder. Hey, dieses Lied kenne ich. Hey, was machen Sie denn da drüben? Entschuldigung. Ich sehe Sie, Partner. Sie haben die Wahlwiederholung an diesem Handy gedrückt, nicht wahr? Nun, ja. Wessen Telefon ist das denn? Es lag auf dem Boden dort drüben. Wem gehört es? Das gehört Generalstaatsanwältin Sky. Was? Es gehört meiner Schwester? Sie hat es augenscheinlich fallen lassen, als man sie nach dem Verbrechen festnahm. Sehen Sie, der letzte Anruf wurde direkt nach dem Mord gemacht. Sie wollte wohl jemanden anrufen. Aber sie sprach dann nur für ein paar Sekunden, der Anzeige zufolge. Wen hat sie angerufen? Keine Ahnung. Tut mir leid, Partner. Ich habe eine Frage an Sie, Partner. Ich habe gerade ein Telefon klingeln hören. Eines dieser modernen Lead-Klingeltöne. Tut mir leid, das war mein Telefon. Was? Ihr Telefon? Ja, das ist irgendwie seltsam, aber jemand rief mich an, als wir das andere Telefon aufhoben. Falsch verbunden. Ich hoffe, Sie lügen mich nicht an. Dafür rappt man in Texas erschossen, Partner. Ich hab die Rache des Lone Star Polizisten auf mich gezogen.
Handy zur Gerichtsakte hinzugefügt. Eigentum von Lana Sky, letzter Anruf um 17:18 am Montag getätigt. Gut, haben wir schon mal den ersten Beweis. So, hier haben wir das weiße Band, das bedeutet, die Leiche hing da halb aus dem Kofferraum raus. Das Seil ist es, ja, sie haben die Umrisse der Leiche des Opfers damit nachgestellt. Das Opfer muss also vom Kofferraumdeckel erschlagen worden sein. Hä? Du bist sicher die einzige Person, die auf so einen Schuss kommen würde. So. Was ist das? Sieht aus wie eine Notiz. Sehen Sie, da ist etwas draufgeschrieben. 6.75 oder 6.15, 2012. Ja, du hast recht, sehen wir mal. Also 6-7S, 20-12. Darüber ist sein Name auf das Papier gedruckt. Goodman. Vielleicht fiel es ihm aus der Tasche, als er ermordet wurde. Nun, also, was bedeutet das, Herr Wright? Woher soll ich denn das wissen? Memo an mich. Für deduktive Schlüsse gehe zu Edgeworth, nicht zu Wright. Kannst du mal aufhören, mich zu mobben? Er sagt so, ich wäre alt, er sagt oder ich wäre dumm. Ich bin sicher, dass auch Edgeworth nicht wüsste, was das heißt. Ja, Goodmans Notiz. Können wir uns die sonst was angucken, oder? Nee, nur so. Aber gehört Goodman, weil Goodman steht drüber. So, das Auto an sich. Das scheint der Wagen zu sein, in dem man die Leiche fand. Sieht aus, als habe man das Schloss des Kofferraums aufgebrochen. Das Verbrechen fand in der Tiefgarage des Büros der Staatsanwaltschaft statt. Der Körper wurde im Kofferraum meines Untergebenen gefunden. Ziemlicher Luxusschlitten. Er schreit förmlich, ich hab zu viel Geld. Ja, Staatsanwälte verdienen ordentlich. Tja, und Edgeworth zeigt das auch gerne nach außen, ne? Was ist hiermit? Dort drüben ist Block B. Dort befinden sich die Besucherparkplätze. Ich kann den Landschlendwagen dort drüben sehen. So weit entfernt. Hey, du hast recht. Ich mag das niedliche Design der Tür. Ich sehe sie, eine Cartoon-Kuh, die auf einem saftigen Steak herumkaut. Kommt Ihnen das nicht ein bisschen makaber vor? Denkt nur nicht so gründlich darüber nach, dann ist alles gut. Ja. Also, ergo eine Kuh, die Kannibalismus begeht, ja. So. Ich glaube aber, so viel mehr haben wir jetzt ja gar nicht zu erkunden, oder? Also. Oder habe ich jetzt das übersehen? Das habe ich. Ich gucke mir jetzt das mal ganz in Ruhe an. Die Fässer, vielleicht der Knopf da drüben noch. Okay, Beweis 1, Beweis 3. Beweis 2 war wahrscheinlich das Handy, Beweis 3 ist das Auto an sich, ne? Da oben ist gar nichts. Ich weiß gar nicht, warum steht da oben ein Auto? Ist das wahrscheinlich in der Etage weiter oben, ne? Ich gucke mal hier irgendwie am Lunchwagen. Also falls es der Lunchwagen ist. Nö, ich glaube, da haben wir alles. Und jetzt haben wir den Tatort noch gut untersucht. Und dementsprechend würde ich sagen, schauen wir in der nächsten Folge weiter, was wir damit anstellen. Ne? Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.